Hallo, es geht weiter mit Final Fantasy 15. Das letzte Mal haben wir ein paar Nebenquests gemacht. Aber dieses Mal geht's weiter mit der Hauptquest Konfrontation mit dem Imperium. Und da müssen wir anscheinend Iris in Lestalum treffen. Krass, ne? Cool. Aber ich will... Ich hatte gerade so sehr das Verlangen, da einfach mal reinzufahren. Einfach um zu sehen, was passiert. Ist es irgendwie verrückt oder so? Ich meine, es ist nur ein Videospiel. Sollte alles in Ordnung sein, solange man es nicht in echt denkt. Also alles gut, richtig? Richtig? Muss ich mir Gedanken machen? Oh Mann, egal. Das Dumme ist jetzt, dass es ziemlich weit weg ist. Ich wollte aber jetzt schon die Aufnahme starten, falls die anfangen auf einmal irgendwie Storyzeug zu labern, weil wir ja Richtung Hauptquest fahren. Und dann kann es natürlich mal sein, dass sie auf einmal labern. Und das hätte ich dann halt doch gerne in der Aufnahme, auch wenn es wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Und nebenher können wir jetzt ein bisschen Battle at the Big Bridge hören. Hoho, die tolle Musik. Von Final Fantasy 5. Joho. Huch. Und noch ein bisschen die Landschaft anschauen. Weil da hinten ist irgendwas, das sieht interessant aus. Waren wir da schon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir mal schauen. Vielleicht fahren wir auch bei diesen komischen Dingens vorbei. Es sind Steinbögen. Da würde ich dann halt doch irgendwie gern vorbei und mal drauf. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Item. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie was verstecken. Die verstecken ja überall irgendwelche Items. Krass. Huch. Was? Ich kenne die Map noch nicht so gut. Darum frage ich mich überall immer, was ist das denn? Obwohl ich es schon mal gesehen habe. Da hinter dem Berg, da ist ja jetzt dieses komische, keine Ahnung, Gerüst aus wurzelförmigen Shit. Was weiß ich? Da hinten? Huch. Verpisst euch? Ja, ja, warum nicht? Ja, gut. Das Spiel, das macht das Zeug hier gerne mal normal. Nein, warte, fuck. Wie? Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Das Spiel hat es gerne mal so, dass, die halt Dinge hier reintun, die halt auch im echten Leben passieren können. So von wegen, oh, da sind irgendwelche Tiere, die gehen über die Straße, shit, jetzt müssen wir anhalten. Oh ja, wir machen mal ein paar Selfies. Obwohl ich sowas niemals machen würde. Ekelhaft. Und was weiß ich. Wir fallen jetzt keine guten Beispiele ein. Aber egal, hier, wir sind übrigens schon da, wo... Jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, ich würde sagen, wir packen hier. Halt mal an. Verstanden. So, hier sind diese komischen... Also los, Bewegung. Dinger. Da, wo ich gern hin will. Mal schauen, ob wir heute überhaupt noch zu der Hauptquest kommen. Oh Mann, jetzt verschwende ich uns so schön in wichtige Zeit, oder? Der böse Schwer. Huch, hallo? Astormar! Ist in Ordnung. Jacobo rufen. Kann ich da überhaupt drauf? Müsste ja irgendwie gehen. Los, Kleiner. So, und los geht's. Wah! Nacht, da oben! Nein, nein, keine Feinde. Keine Feinde. Das sind gar keine. Ich weiß gar nicht, was da ist. Ja. Huch. Außerdem gewittert es hier noch. Im Schiss, dass irgendwie Blitz einen schlägt. Dann alle auf einmal gleichzeitig sterben. Da bin ich der einzige Mensch auf der Welt. Ich meinte natürlich, dass der Blitz einen schlägt und irgendwie... aus irgendeinem Grund die Sicherung raushaut oder so ein Scheiß, was eigentlich nicht passieren sollte. Und auch gar nicht so wirklich passieren kann, oder? Weil... Blitzableiter und so ein Scheiß. Aber... Danke. Wer weiß. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Ich bin... Huch, neue was? Moment. Hier, es sah aus wie eine Waffe für den Kollegen hier. Ho! Holy fuck! Krass. Neue Waffe. Ha! Wieso nicht? Da haben wir halt jetzt eine super episch heftige, krasse Obermega-Waffe für Gladiolus gefunden. Es ist gut. Es ist sehr gut. Wirklich. Qui-Gon Konkran Konkran Chins. Qui-Gon fast totus, weil Schlagi Animalisus totus. Das ist der biologische Name von denen. Müsst ihr wissen. Weil. Ich würde sagen, Prompto fragen.
Nice. Oh Mann. Huch, Gladio findet Allheilmittel. Geil. Der hat einfach mal ein krasses Item gefunden. Egal, egal, egal. Huch. So, wir schauen jetzt mal, wie wir hier am besten hochkommen können, falls überhaupt. Bitte sagt mir, dass es geht. Oder dass ich jetzt zufälligerweise... Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zufälligerweise einen erwischt habe, wo ich nicht drauf kann. Wahrscheinlich kann ich nur von da hinten irgendwie da drauf. Ich werde aber die Hoffnung nicht verlieren. Ich werde diesen Stein erklimmen. Erklimmen! Oh, ich will rennen, nicht schlagen. Oder wir können auf den drauf? Auf einen von denen auf jeden Fall. Komm schon, spiel. Troll mich nicht. Bitte. Hier nicht irgendwie mit Y mich hochwarten. Hier, doch, Moment. Hier kann ich irgendwie entlang. Bitte? Spiel? Hoffnung besteht. Haha! Ja! Ja! Nein? Doch? Jump'n'Run, Meister! Wow. Schaut mich an. Ich habe zu viel meines Lebens damit verbracht. Zu viel Zeit in meinem Leben damit verbracht. In Spielen, wo man irgendwie wo nicht hoch soll, da halt trotzdem hoch zu gehen. Darum ist das hier natürlich die einfachste Übung. Ja, früher bin ich eigentlich immer in das Spiel auf jeden Scheiß drauf gesprungen. Egal, ob man da hoch sollte oder nicht. Einfach nur, weil es cool ist, ja? Vor allem, wenn man dann Spiele findet, wo man dann irgendwie wo hochkommt, wo man überhaupt nicht hoch sollte und dann die Map einfach aufhört. Es ist sowas, ist cool. Und vor allem, wenn man noch überhaupt keine Ahnung davon hat, wie so ein Videospiel überhaupt entsteht und dann halt auf einmal die Welt komplett endet und man denkt, yo, krasser Scheiß, ey. Oh, Item! Goldene Sanduhr. Es hört sich interessant an. Schauen wir mal. Was ist denn eine goldene Sanduhr? Schützt ihren Träger vor Stopp. Oh, ist bestimmt nützlich, aber erstmal ignorieren. So, wenn hier jetzt was Krasses drauf war, dann ist es bei den anderen wahrscheinlich auch, weil die wollen einen bestimmt belohnen, hier, dass man hier drauf gekommen ist. Oh, krass. Ja, geil, da ist dieser... Da müsste ja dieser Komet gewesen sein. Ob der Riese da noch ist? Da hinten? Keine Ahnung. Schon cool. Mann, das Dumme ist, dass ich ja gerade aufnehmen. Habe ich extra die Grafikeinstellung ein kleines bisschen runter. Dass es nicht irgendwie voll am Abspielen schimmeln ist. Ich wünschte, ich könnte noch mehr Power raus, so patz, patz, dass alles noch krasser aussieht. Aber na gut. Ist ja nicht so wichtig. Eigentlich ist mir ja Grafik nicht so wichtig bei Videospielen, aber hier vor allem hier, wo ich halt die Möglichkeit habe, krasse Grafikeinstellungen auszuwählen, warum nicht? So, huch, wir sind nun auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir wieder zurück. Hier oben ist auch, jetzt hört die Musik auf, aber als wir da hochgegangen sind, ging die Musik voll ab. So voll krass. Fängt es jetzt wieder an? Komm schon, Spiel. Oh mein Gott, voll der magische Moment. Jetzt, nicht mehr oder was? Spiel. Ich kann ja verstehen, denn ich bin da drüber und so. Aber komm schon, gib mir Musik. Nein, okay, ist alles in Ordnung. Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwie runterspringen. Also, nee. Da hinten geht's auch nochmal hoch, irgendwie. Wäre cool, wenn es einen von den Teilen hier gibt, wo man drauf kann, wo dann unten Wasser ist, wo man dann runterspringen kann und dann im Wasser landet und dann trotzdem verreckt. Nein. So. Ist hier aber jetzt wirklich kein Item oder bin ich gerade vorbeigelaufen? Wäre krass, wenn hier kein Item wäre, ganz ehrlich. Dann habe ich zufälligerweise genau den erwischt, wo er jetzt drauf ist. Ah, dachte ich mir schon. Silberreif. Moment, was ist ein Silberreif? Hört sich nicht so interessant an, aber warum nicht? 300
LP. Moment. Die, wo wir gerade haben. Ah, es gibt das den anderen Shit. Ah, ich habe ja gar nicht sowas drin, oder? Titanreif. Ah, doch. Perfekt. Dann bekommst du nun den Silberreif. Pow! Weil der Kollege ist ja unser Tank. So, ich müsste eigentlich noch bei den anderen schauen, was die jetzt ausgerüstet haben, aber... Nee, nee. Von wegen. Hui. Hui. Mal schauen, ob ich irgendwie jetzt gleich mal Fallschaden bekomme. Wow. Ah, jo. Relativ früh sogar. Jump hier nach unten würden wir wahrscheinlich nicht überleben. Obwohl, wenn wir im richtigen Moment uns nur Warp-Angriff machen, vielleicht würden wir dann ja keinen Schaden bekommen. Ja, geile Musik. So schön, Mann. Ich finde es voll gut, ey. Ich weiß auch nicht, die ist voll toll. Hoch. Habe ich gerade Schiss gehabt, dass ich irgendwie zwischen die zwei Felsbrocken fliege und dann eingesperrt bin. Hui. Hallo. Huch, warum leuchtet es? Das Quest-Symbol leuchtet so krass. So, sonst noch was? Oder sollen wir noch ein bisschen fighten? Ah, dann hört die Musik auf. Das geht doch gar nicht. Wenn ich jetzt zur Quest gehe, dann fangen wir halt erst irgendwie nach 100 Jahren an. Ich glaube, ich fighte jetzt noch ein bisschen. Ja, der Kollege, der ist, nope, der ist Level 32 und ist ein fettes Vieh. Ich glaube, das werden wir nicht so leicht überleben. Oh. Egal, ich meine, jetzt wäre der perfekte Moment, dass irgendwelche komischen Roboter-Heinis kommen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird nicht passieren. Ansonsten... Das wäre einfach zu gut. Als ob das Spiel mal das macht, was ich von ihm, von dem Spiel verlange. Was soll das? Los, Spiel, gib mir Gegner. Huch. Hm. Wie sieht's aus mit Magie? So, huch. Ja, einfach mal. Ich weiß nicht. Wir haben Feuerer. God dang it. Wir machen jetzt Blitzer, okay? Blitzer. Synthese. Ins Inventar. Und dann. Das habe ich natürlich genau das. Eigentlich müsste das Feuer weg. Aber egal. So. Hier. Alles davon noch rein. Und dann einfach noch ein. Magieverstärker oder so. Bup, bup. Huh. Totale Verschwendung, ist mir egal. Einfach rein damit. Aus Quintai irgendwas. So, dann würde ich jetzt aber sagen, ich hau jetzt erstmal den Moment. Nee. Ausrüstung. Ich hau jetzt den anderen Shit weg. Den da. Dass wir nicht unsere gute Magie einfach so verschwenden, sondern einfach halt mal so ein paar Shit-Magie raushauen. So, her damit. So, und hier oben war auch noch Eis. Können wir uns auch noch schnell holen. Und dann suchen wir uns ein paar Gegner. Die habe ich jetzt einfach mal angegriffen. Auszusehen. Es war nicht mal gewollt. Ich bin einfach. Ich habe gerade nach rechts geschaut zu OBS. Auf dem zweiten Bildschirm. Dann renne ich da lang und weil ich auf der Renntaste drauf bin, hat er automatisch einfach zugeschlagen. Alles klar. Ich glaube, wir. Krass. Ich glaube, wir werden doch noch versuchen, gegen diese komischen Viecher da unten jetzt zu kämpfen. Auch wenn das ein bisschen krass ist, das Vieh. Aber wir haben ja tolle Magie. Ich werde jetzt mal anvisieren und schauen, ob das Spiel uns sagt, gegen was das Vieh schwach ist. Vielleicht, wenn ich die anderen markiere, das wird wahrscheinlich gegen das gleiche schwach sein dann. Aus. Spiel? Nein? Cool. Da halt nicht. Hey Kumpel, schau mal, was ich für dich habe. Ich würde dich gerne angreifen.
Hoppala. Warte, das war das Falsche. Das war dummerweise das Falsche. Egal. Ja, hier, unsere Kollegen zappeln ein bisschen auf dem Boden rum. Hallo. Magitech, wirklich genau jetzt. Warum jetzt? Angriff, boom! Oh, ich hab was rausgehauen. Und los! Boom! Du entkommst mir nicht! Oh, und durchschieß ihn! Boom! Nicer Damage. Oh, ich wollte parieren. Toll. Kurz heile, heile machen. Hier. Ich weiß gar nicht, was der denkt, was er sich hier denkt, als ob dem er was anhaben kann. Tschüss. Oh, die kommen ins Auto angeschissen. Puff. Wo ist eigentlich die Magie der Kainis? Hier ist noch gar keine. Ach, da. Einiges weiter weg. Boah, ist denn so krass drauf. Warum? Oh, nicht erwischt. Ich glaube, ich krieg gleich einen zittrigen. Na, bingo. So, mit denen würde ich dann am besten noch ein bisschen Magie benutzen. Oh, das hat nicht viel gemacht. Oh, doch, der fliegt auf den Boden. Hoia! Und los! Teamangriff! Und Fatz, Angriff, Boom! Krasser Damage. Fatz, er liegt auf dem Boden. So. Tschüss, das war's. Der Vorhang fällt. So, will noch jemand Stress? Das war knapp. Ja, ah. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Nice. Ja, fertig gemacht. So, dann können wir ja jetzt eigentlich weiterfahren. Schön Zeit geschindet oder was hier? Schlimmer, schwer. War hier nicht. Bin ich jetzt blind? Irgendwie. Oh. Die Heinis, also, was wollt ihr denn überhaupt, Mann? Und du auch! Sonst einer? Ja, du. Fatz! Sein Gesicht ist Stinker da. Der blöden kleinen Level 12er Gegner. Warum greifen die mich jedes Mal an? Als ob die eine Chance haben, ey. Huch. Lock, das ist hier gerade leicht am Verrecken. Wegen ein bisschen Gift oder so. Komm schon. Hast du es bald? Schüttel es einfach ab. So, wo komme ich hier hoch? Hier? Kann ich da hochhüpfen? Nicht ganz. Kann ich einfach. Jo, easy. Oh. Und da hinten, da geht's dann weiter. Okay. Dann. Hast du es bald mal? Ja, schön gut, dass du vergiftet bist und so, aber wie lang geht der Scheiß? Hui! Hui! Ui. Und, ah, okay, das Gift ist weg, sehr schön. Also toll, da oben rumzulaufen. Eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Ah, da wäre dieses Ding jetzt gewesen. Sollen wir da hin? Nee, das nächste Mal. Ja, irgendwie nicht jetzt. Wir könnten zwar campen und ein bisschen Essensbonus holen, aber... Ist doch egal. Huch. Ich glaube, kann man hier im Fahrzeug einfach raus? Hm. So, egal. Ich will es aber mal sagen, nicht vergessen. Discord in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.